So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast-Video heute auf meinem Kanal am Sonntag. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute schaue ich mir mal an, wie es denn so mit dieser Tupfung oder Schlumpfung oder wie man das auch immer umschreiben möchte, aussieht. Auch meine älteren Videos haben ja einiges an Kritik abbekommen. Ich habe auch viele Hassmails bekommen und das schon vor einem oder anderthalb Jahren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das dann so publik war. Das müsste im letzten Winter gewesen sein. Und ich meine mich zu erinnern, letztes Jahr im Januar, da wurde dann im Bundestag debattiert über eine allgemeine Schlumpfpflicht. Ich spreche es jetzt einfach mal so aus. Vielleicht, dass das Video dann so mehr Reichweite bekommt, denn wenn man das hochlädt, wird das ja immer gescannt auf so bestimmte Wörter, die man spricht. Da ist jetzt die künstliche Intelligenz schon schlau genug, dass es das erkennt. Und ja, schauen wir einfach mal. Wenn du mich allerdings unterstützen möchtest, hier meine Seite störtepriester.de, der Reiter Support. Da findest du alles über mich. Wichtig, mein Telegram-Kanal. Und da werde ich immer alle informieren, wenn es von mir was Neues gibt. Fangen wir mal an. Ich habe da auch erstmal den ersten Beitrag hergeholt. Da geht es ja jetzt um diese Leopard-Lieferung. Da werde ich jetzt heute nicht ausführlich drauf eingehen. Ich wollte nur sagen, das habe ich jetzt auf dem Schirm. Ich bin jetzt gespannt, ob jetzt diese Panzer geliefert werden und ob dann Gewalt durch Gegengewalt eine sinnvolle Lösung herbeiführen wird und die Ukraine als Gewinner hervorgehen wird. Ich bin da ziemlich skeptisch, aber das schauen wir uns dann in weiteren Videos an. Gut, jetzt schauen wir uns mal das mit der Schlumpfung an und da habe ich jetzt gleich schon mal den Professor Karl Lauterbach. Also das ist mein absoluter Liebling, ich bin ein großer Fan von dem und wenn man da jetzt schaut, stimmt. Und zusätzlich geht es darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Schlumpfung nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das vieler anderer retten kann. Daher bin ich pessimistisch, was freiwillige Opfer für den Klimaschutz betrifft. Also er schreibt hier, nebenwirkungsfreie Schlumpfung. Also ich kann mich daran erinnern, also so ein Bekannter von mir, der wollte auch mal irgendwie online so ein Business aufziehen mit so Nahrungsergänzungsmitteln. Und da ist es ja so, dass man da keine Heilversprechen abgeben darf oder eben ganz vorsichtig sein muss, was man da sagt. Das wäre aber jetzt wieder ein größeres Thema, aber hier sieht man es ja, da darf dieser Gesundheitsminister einfach sagen, die Schlumpfung sei nebenwirkungsfrei. Und jeder normal denkende Mensch weiß doch, dass das bei keiner Schlumpfung so der Fall ist. Ja, natürlich gibt es da bestimmte Suppungen, die möglicherweise auch sinnvoll sein können, vielleicht in so Risikogebieten gegen Zecken. Aber auch hier scheiden sich die Geister. Aber selbst da gibt es im geringen Maß Nebenwirkungen. Aber gerade bei so einer genetisch veränderten Suppe, davon zu sprechen, dass das nebenwirkungsfrei ist, alles klar. Schauen wir mal, was unser Karl Lauterbach sonst noch so loslässt. Vor 20 Stunden, da schreibt er, die hohe Übersterblichkeit 2022. Ja, wo kam die denn her? Warum war denn die hohe Übersterblichkeit nicht 2020/21? Gibt Anlass für Veränderungen. Wir müssen ältere Menschen im Sommer besser vor Hitzetod schützen. Hä? War es jetzt im Sommer so heiß? Ich meine mich daran zu erinnern, dass es zu meiner Schulzeit auch schon hitzefrei gab und dass ich jetzt diesen Sommer nicht als so ultra heiß in Erinnerung hatte. Der war zwar warm und so, aber was machen dann die älteren Menschen in so südlicheren Ländern wie Italien? Schon alles komisch. Im Winter müssen die Kampagnen für die Grippeschlumpfung und die C-Schlumpfung besser funktionieren. Also wir haben eine Übersterblichkeit, eine hohe 2022, keiner weiß, woher das kommt. Und die Lösung ist einfach noch mehr schlumpfen. So, und jetzt vom Bildschirm machst du dir mal selber darüber Gedanken. Eigenes Denken, das schadet bekanntlich nicht. Und überlegst einfach mal, was für ein pfiffiges Kerlchen dieser Karl Lauterbach ist. So, was haben wir denn da beim Argo-Nerd? Aha, eigentlich müsste ich in meinem Alter wohl auf Partys gehen und feiern, obwohl ich eher in die Schule gehen würde. Dies kann ich aber leider nicht. Seit meiner zweiten Schlumpfung begannen meine gesundheitlichen Probleme. Ursache unklar. 18-Jährige wird zum Pflegefall. Vor einem Jahr war die gute Person eine sportliche Schülerin. Heute ist sie ein Pflegefall und niemand weiß warum. Komisch. Was steht da oben? Sportliche 18-Jährige, da wird die wahrscheinlich gemeint sein, wird Pflegefall und kein Arzt weiß warum. Bislang ist nicht klar, was Mara hat. Keine medizinische Behandlung in verschiedenen Krankenhäusern hat angeschlagen. Gegen ... spricht, dass ihre Schwierigkeiten von der ersten bestätigten ... Erkrankung begannen. Sie war frisch geschlumpft, als die ersten Symptome einsetzten. Naja, ich könnte mir halt vorstellen, dass das irgendwie an diesem Gürteltier lag, was möglicherweise auf so einem Fischmarkt in Wuhan
verkauft oder verspeist wurde und dass dann über Fledermäuse oder über das Gürteltier ein bestimmtes Punkt auf den Menschen übergesprungen ist. Ist doch logisch, oder? So, wir schauen jetzt mal weiter zu dem Ethikrat, das habe ich auf Stern gefunden. Ethikrat-Chefin kritisiert Rachegefühl bei Rückblick auf Politik. Also möglicherweise hat der Ethikrat, was ist denn Ethik eigentlich genau? In der Schule, glaube ich, hat man da mal gelernt, das beinhaltet bestimmte Benimmregeln, aber ich schaue jetzt lieber mal nochmal nach. Die Ethik ist jener Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Voraussetzungen und der Bewertung menschlichen Handelns befasst. Im Gegenstand ist damit die Moral, insbesondere hinsichtlich ihrer Begründbarkeit und Reflexion. Cicero übersetzte die erste Ethik in seinem neuen Begriff bla bla bla. In seiner Tradition wird Ethik auch als Moralphilosophie bezeichnet. Sitten, Moral. Also ich denke, jetzt weiß man das so ungefähr. Im Endeffekt, wie man sich moralisch in einer Gesellschaft verhalten soll. Und da kam jetzt irgendwie raus, dass dieser Ethikrat möglicherweise Fehler gemacht hat und dass manche Vorschläge vielleicht doch nicht so voller Moral waren. In der Debatte über die Eindämmungsmaßnahme seit Beginn der Pandemie warnt die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats vor Rachegelüsten. Sie beobachtet hier ein unstillbares Bedürfnis nach Schuldigen zu suchen. Da scheint es gelegentlich eher um Rachegefühle, um Sühne zu gehen. Eine Rache- und wutgetriebene Suche nach Schuldigen ist eine gefährliche, einfache, also keine Lösung. Die hilft überhaupt nicht weiter. Hört sich für mich so ein bisschen so danach an, als wie wenn sich die gute Frau da rausreden möchte. Das ist die übrigens, da kann man auch anschauen, ihr beruflicher Werdegang, 1977 geboren, auch noch nicht so alt, würde ich sagen. Und die sagt uns jetzt einfach, was moralisch richtig ist. Ich meine mich da auch erinnern zu können, dass die auch vorgeschlagen hat, eine Impfpflicht, dass das ja ethisch vertretbar ist. Müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, ich möchte jetzt hier an dieser Stelle nicht lügen. Und ja, ich finde das gut, also kann man ja dann wahrscheinlich in der Arbeit auch so machen. Man macht erst den totalen Fehler, der wo der Firma richtig viel Geld kostet. Und wenn einen der Chef dann wütend in sein Büro zitiert, dann kann man den Chef ja auch fragen, ob es ihm jetzt um Rachegelüste geht oder ob er jetzt einen Schuldigen suchen möchte. Das heißt, das Internet vergisst nichts, alles was diese gute Frau ja ausgesagt hat, das ist ja irgendwo im Internet fest gespeichert. Und dann ist es natürlich nicht gut, wenn man dann Schuldige sucht, obwohl das dann offensichtlich ist, weil da geht es ja dann um Rachegelüste und das bringt uns ja überhaupt nicht weiter. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich die sehe, die lässt meinen Blutdruck etwas steigen, aber leider nicht im positiven Sinn oder weil sie so erotisch ist. Denk einfach selber drüber nach, hinterfrag kritisch. Schau dir diese gute Frau auch nochmal genauer an. Schau mal, was die alles so gesagt hat, so vor einem Jahr. Und dann überleg einfach mal, das, was sie hier sagt, ob das alles zusammenpasst. Oder ob das einfach so ein kläglicher Versuch sein könnte, sich da rauszuwinden und rauszureden. Und dann musst du dir noch die Frage stellen, welche Konsequenzen ziehst du daraus? Weil dann viele immer sagen, ja, die nächste Wahl kommt bestimmt. Naja, bestimmt kommt die nächste Wahl. Aber was noch viel mächtiger ist als die Wahlen an sich, das ist das, was man konsumiert oder im Supermarkt kauft oder allgemein konsumiert. Auch mit so bestimmten Zentren oder Test-Zentren. Du bist ja nicht verpflichtet, dass du da hingehst. Und möglicherweise ist man auch nicht dazu verpflichtet, wenn der Arbeitgeber das fordert, dass man da dann hingeht. Ja, das hört sich jetzt vielleicht leichter gesagt an als getan, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich muss ja auch irgendwo meine Brötchen verdienen und gehe hauptsächlich einem geregelten Job nach, damit ich meine Fixkosten decken kann. Aber mir war es hundertprozentig klar und ich war mir da hundertprozentig sicher, da gab es auch keinen Zweifel und nichts daran. Hätte der Arbeitgeber von mir verlangt, dass ich mich schlumpfen müsste, wäre ich da nicht mehr hingegangen. Ich weiß nicht, ob das jeder kann. Also ich kannte da auch viele im Bekanntenkreis, die wo das dann einfach gemacht haben, weil sie den Druck nicht standhalten konnten. Aber ich denke mir halt immer, man wird schon nicht verhungern. Notfalls muss man sich halt einschränken, aber man ist zu seiner Meinung und zu seinen Werten gestanden. Und ich denke, langfristig zahlt sich das immer aus, dass man nicht das macht, was man nicht will. Ja, das soll jetzt natürlich nicht heißen, du sollst den Müll nicht raustragen, das mag ich eigentlich auch nicht, aber ich mache es trotzdem. Aber das sind dann doch sehr, ja, weitreichende Entscheidungen und das muss man sich genau überlegen und das sollte man dann nicht machen, nur weil man Druck von außen bekommt. Ist meine Meinung da dazu. Auch wenn man jetzt eine Partnerin oder einen Partner hat und der fordert das, weil er sich sonst trennt, dann ist besser, diese Person trennt sich einfach.
weil man dann langfristig sowieso nicht froh wird. Das ist teilweise, nimmt dann das auch ein paar Entscheidungen ab, die man dann nicht mehr fällen muss, weil die ja dann von allein aus dem Leben gehen. Und wenn man das dann so nicht macht und nicht loslassen kann, wird einem das später sowieso auf die Füße fallen. Auch mit dem Arbeitgeber. Wenn der das von einem verlangt und einen dazu zwingt, selbst wenn das dann alles wegfällt, wird man mit dem langfristig sowieso nicht froh. Und da ist halt die Frage, will man das? Da passt vielleicht auch gut dieses Sprichwort, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Gut, schauen wir mal weiter. Elon Musk, der hat sich auch schlumpfen lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie vertrauensvoll jetzt diese Seite ist. Das ist Express.at, eine österreichische Seite, aber man sollte das trotzdem auf dem Schirm haben. Dachte, ich muss sterben. Tesla-Chef Musk klagt über Booster. Der Booster hat Elon Musk schwer zugesetzt. Wie der Tesla-Chef jetzt auf Twitter verrät, dachte er mehrere Tage, dass er sterben müsse. Im Netz sorgt seine Aussage nun für großes Aufsehen. Eine Diskussion auf Twitter sorgt aktuell für großes Aufsehen. Der Ausgangspunkt ist ein Tweet des Users Scott Adam Says. Dieser beschreibt die Unterschiede zwischen dem Wort selten und häufig in Bezug auf die Nebeneffekte einer Schlumpfung. Dabei hat sich auch Tesla-Chef Elon Musk eingemischt. Bei meiner zweiten Auffrischungsschlumpfung hatte ich starke Nebenwirkungen. Ich fühlte mich mehrere Tage lang, als müsse ich sterben. Hoffentlich keine bleibenden Schäden, aber ich weiß es nicht. Musk benötigte Booster, um eigene Fabrik zu besuchen. Die Antwort auf Musks Kommentar ließ nicht lange auf sich warten. Du hast eine zweite Booster-Schlumpfung bekommen? Ich dachte, du wärst schlauer, hieß es darin. Die Schlumpfung war erforderlich für einen Besuch in der Tesla Gigafactory in Berlin. War nicht meine Entscheidung, so Musk. Hier sieht man den Original-Tweet. Sehr interessant auf jeden Fall. Und wenn man jetzt diese ganzen Fakten vielleicht zusammennimmt und ein Destillat daraus bildet, naja, was kommt dann schon raus? Was haben wir denn da noch? Schauen wir mal rein. So, ich springe jetzt hier gleich in dieses Video, dass dieses Wort Schlumpfung da nicht ausgesprochen wird. Das kommt da praktisch in diesem ganzen Vorspann. Ihr könnt euch ja schon denken, um was es da jetzt geht. Heute eine Protestaktion vor dem Bundestag. Susanna Santina. 400 Feldbetten mit Porträts vieler Erkrankter. Mit dieser Aktion vor dem Reichstag will die Initiative Nicht Genesen darauf hinweisen, dass sich viele Betroffene und mutmaßlich im Stich gelassen fühlen. Auch Felicia und Stefanie sind gekommen. Beide haben kurz nach der schwere Nervenschäden entwickelt. Ich kann in meinem Beruf im Moment nicht arbeiten und ich kann vor allem nicht richtig laufen. Ich war vorher Halbmarathonläuferin. Was noch dazu kommt, ist die soziale Ächtung. Es ist ein Problem, was nicht anerkannt wird, was selbst viele Ärzte einem nicht glauben. Erschöpfung, Nervenschmerzen, Gefäßerkrankungen. Häufige Symptome sowohl von Long-Covid-Patienten als auch mutmaßlich. Für die Erforschung von die Bundesregierung rund 100 Millionen Euro zugesagt. Mögliche Impfungen erstmal untersucht. Aber ihr seht schon, man versucht halt aus mehreren Quellen so ein paar Fakten rauszuisolieren und sich dann seine eigene Meinung zu bilden. So, dann habe ich auch noch gefunden, EU will alternativen Medien, wahrscheinlich sowas wie Telegram, und kritischer Berichterstattung weltweit an den Kragen. Auf dem Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos, also da geht es ja um den Klaus Schwab auch wieder, vielleicht sollte ich da auch nochmal ein Video drüber machen, da sagen ja auch viele, das ist alles nur Verschwörung, der Klaus Schwab, ach, das ist doch ein ganz netter, das ist doch alles gar nicht schlimm. Naja, ich habe mich da jetzt auch mal die letzten Tage darüber informiert. Ich denke mal, alles, was diese Verschwörungserzähler oder fast alles darüber berichtet haben, stimmt irgendwie so ansatzweise. So, drängte die EU-Kommissarin Demonetarisierung von freien und alternativen Medien. Der Vorwand, Bekämpfung von Desinformationen und Hassrede. Na, da geht's halt schon wieder los. Wir sollen in einer Demokratie leben, aber die sagen uns dann, was eine Desinformation ist und was nicht. So, diese gute Frau betrachtet die EU dabei als absoluten Vorreiter und möchte irrwitzige Gesetze gegen kritische Fakten und Meinungsäußerungen auch gleich in den USA und bestenfalls der ganzen Welt aufdrängen. Nonkonformität gegenüber den von den regierenden Spitzenpolitikern und dem Weltwirtschaftsforum vorgegebenen Narrativen ist unerwünscht. Dies hat schon die massive Bekämpfung von sich mittlerweile als Wahrheit entpuppten angeblichen Verschwörungstheorien, zum Beispiel Bidens Laptop und so weiter, gezeigt. Auch mit diesem Twitter, da wo dann gezeigt wurde, dass da diesen Shadowban sehr offensichtlich gibt, da wo dann einfach die Reichweite eingeschränkt wird, dass keiner mehr sieht. Auch in Deutschland buckelten die Mainstream-Medien vor den könnt ihr ja selber lesen, und veränderten ihre Berichterstattung auf Zuruf von Big Pharma.
Es waren vor allem die alternativen und freien Medien, die immer wieder auf kritische Erkenntnisse hinwiesen, während der Mainstream brav und folgsam auf der Regierungslinie blieb. So, und da steht dann auch die europäische Werbeindustrie, hat bestätigt, dass sie diejenigen, die Desinformationen verbreiten, nicht monetarisieren oder mit Geld unterstützen werden. Super. Also da geht es halt darum, das ist jetzt ziemlich viel Text, den kann sich jeder von euch selber nochmal durchlesen, ja, dass einfach kritische Meinung nicht gewünscht wird und dass einfach eine bestimmte Stelle, man könnte das fast mit einem Wahrheitsministerium vergleichen, die halt dann einfach vorgeben, was ist richtig, was ist falsch und nach diesen Richtlinien müssen sich dann alle halten und wenn man das nicht tut, wird man sanktioniert oder bestraft. Und das ist dann für mein Dafürhalten eine Diktatur, keine Demokratie mehr, weil ja unliebsame Meinungen werden dann unterdrückt, weil man ja nichts anderes mehr sagen darf. Das müsste eigentlich eben einleuchten und klar sein. Aber genau dahin schlittern wir. Und viele Menschen, die kriegen das gar nicht mit, die haben davon noch nie was gehört. Die merken das dann erst, wenn es zu spät ist. Und dann arrangieren sie sich vielleicht. Dann sagen sie, ja, ist ja vielleicht ganz gut, dann muss ich selber nicht mehr so viel denken. Man kann ja eh nichts anders mehr machen. Ach, dann mache ich das doch. Ach, wie schön ist das Leben, wenn man dann komplett von einer künstlichen Intelligenz überwacht und gemaßregelt wird. Da wo es dann heißt, du hast diese Woche zu viel Fleisch gegessen oder du bist diese Woche zu viel mit dem Auto rumgefahren, jetzt darfst du nur noch zu Fuß gehen. Regeln und Befehle, aber ich denke, viele Menschen wollen das auch. Und die Schlauen haben das, glaube ich, schon längst durchschaut und verstanden und haben entweder das Land verlassen, die sind jetzt auch viele nach Südamerika oder auf irgendeine Südseeinsel ausgewandert und leben da jetzt ihren Traum oder ihr Leben weiter, gerade diejenigen, die Geld haben. Und dann gibt es noch so Leute wie ich, die das zwar alles wissen und checken, aber hier irgendwie nicht rauskommen. Und eben die Leute, die gar nichts checken und das dann alles so hinnehmen müssen, wie es dann kommt. Vielleicht hat ja jemand von euch da draußen noch irgendwelche Ideen, wenn das jetzt dann immer schlimmer wird in den nächsten 10 Jahren. Wie regelt ihr das dann, wenn ihr gar keine Möglichkeiten mehr habt? Ich meine, viel kann man ja dann auch nicht mehr machen, wenn die Autos dann nur noch über so eine bestimmte ID gehen und wenn der Staat einfach sagt, du darfst nicht Auto fahren, weil du hast die falsche Meinung oder dies und das nicht erfüllt. Da wird es halt dann eng, weil es dann halt außenrum nicht mehr viele Wege geben wird. Aber wollen wir das wirklich? Und das sind halt, glaube ich, so meine Ängste, meine Bedenken, aber irgendwie noch nicht die allerbeste Lösung. So, was haben wir da? Neuer Punkt-Punkt-Punkt, Schlumpfung und der Verdacht. Der Verdacht über einen möglichen Zusammenhang zwischen den Punkt-Punkt-Punkt-Schlumpfung von Punkt-Punkt-Punkt und Schlaganfällen bei älteren Personen muss weiter abgeklärt werden. Doch zeigt das, wie fahrlässig die Zulassung und sogar Empfehlung dieser nicht an Menschen getesteten Schlumpfung war. Ja, wo kommen denn diese ganzen Berichte her? Titsches Einblick, warum ist das noch nicht längst indiziert? Ich schätze mal, später könnte ich mir auch vorstellen, dass das Internet dann reglementiert wird. Da wird dann einfach so eine große Firewall davor geschalten, da sind wir jetzt auch schon in den Anfangsstadien. Und da, die filtern dann einfach so Sachen raus, die gehen halt dann nach so Suchbegriffen, da ist dann auch so eine künstliche Intelligenz dahinter und dann geht halt alles nur noch in eine Richtung. Und diese ganzen kritischen Sachen, die wird man dann höchstwahrscheinlich nur noch im Darknet finden, wenn es dann nicht auch eine Möglichkeit gibt, wie man das dann auch wieder abschaltet. Da wird es dann vereinzelt zwar schon was geben, aber der große Mainstream wird halt danach leben, der wird das nicht hinterfragen, weil dann einfach bestimmte Luxussachen versprochen werden, die man dann erhält. Zum Beispiel, das ist die Mainstream-Meinung und du kriegst das alles, wenn du dich da dran hältst und so in die Richtung, glaube ich, wird es laufen. Ja, schöne neue Welt, würde ich sagen. So, wir können auch nochmal schauen. Da ist jetzt zum Beispiel eine Podcast-Folge von mir vor einem Jahr. Die habe ich rausgebracht am 19.12.2021, circa ein Jahr her. Und wenn ich da mal reinschaue, genau, da war ja der Söder in aller Munde. Der hat das dann ja auch vorangetrieben. Und dann auf einmal dreht er sich wie so eine Fahne im Wind. Dann hat er uns auch noch so Hausarrest auferlegt. Naja, das waren diese Politiker. Und jetzt will er, dass man ihn wieder wählt. Also circa 50.000 Leute, da war der Status nicht klar, die hat er einfach zu den gezählt. Aber man weiß ja gar nicht, ob... Genau, da kann ich mich auch noch erinnern an diesen Skandal, da wo er einfach die Statistik falsch dargelegt hat. Oder nicht. Und wenn man es dann richtig macht oder richtig analysiert, dann haben wir irgendwie nur so einen Faktor von 1,5. Das ist natürlich ein großes Problem. Weil viele Leute vertrauen ja der Bundesregierung oder vertrauen dem Markus Söder. Er stellt sich ja immer vorhin hin als der große Messias, als der Heilsbringer. Er möchte nach außen hin seriös wirken. Man sieht es ja hier auf den Bildern, wie er seinen Anzug anhat. Und normalerweise sollte man diesen Fakten, die er uns erbietet, vertrauen können. Aber wenn man da so grobe Fehler veröffentlicht, da ist auch die... Und das war damals vor einem Jahr noch. So, schauen wir mal weiter, was da noch kam. Gut, wir schauen weiter im Register. Da haben wir nochmal unseren Markus Söder. Wir schauen uns das an. Keiner kann hundertprozentig vorsagen, wie
bewirken. Keiner kann hundertprozentig vorhersagen, wie die Impfungen wirken. Aber dass es keine Nebenwirkungen gibt oder nur wenig Nebenwirkungen, dass die Impfung sicher ist, das wissen wir. Aber es kann keiner hundertprozentig vorhersagen, wie sie wirken. Was jetzt dabei rausgekommen ist bei manchen, das sieht man ja jetzt nach einem Jahr. Und jetzt ist halt die Frage, was wird man dann nach 2, 3, 4, 5 Jahren sehen? Ist es dann komplett vorbei? Also Wirkung unklar, Nebenwirkungen aber schon ziemlich klar. Das ist sicher und in den meisten Fällen geht es gut. Und ganz, ganz selten gibt es da irgendwelche Nebenwirkungen, obwohl ich da andere Informationen habe. Aber genauso hört man es ja immer in den Mainstream-Medien. So hört man es auch von seinen Mitmenschen, so hört man es von Arbeitskollegen und so weiter. Und ich kann diesen ganzen Scheiß, ganz ehrlich gesagt, nicht mehr hören. Da war ich ja damals schon ziemlich kritisch und drastisch. Das ist teilweise nur einseitige Berichterstattung und für mich fehlt einfach die Sicht auf das Große. Da unten ist auch gleich wieder hier dieses Ding, dieses Mappal da eingeblendet, das was die Leute dann informiert. Aktuelle Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit. Hört sich irgendwie an wie so das Wahrheitsministerium. Da wird das jetzt erst nur eingeblendet und in Zukunft könnte ich mir vorstellen, da zählt nur noch das, da gibt es das Video dann einfach nicht mehr. Das Ganze. Keine genaue Treffsicherheit. Und deswegen kommen wir gerade in den ersten Monaten des neuen Jahres da wieder in eine spannende Herausforderung. Deswegen müssen wir uns da vorausschauend beschäftigen. Deswegen gibt es nur die eine Möglichkeit, so viel boostern, wie es geht und gleichzeitig so schnell die Omikron entwickeln. Ja, und 2022 hat man dann ein Jahr mit der höchsten Sterberate, so wie es dann wieder hieß. Die hohe Übersterblichkeit 2022. Weiß auch keiner, was die Zukunft bringt. Und möglicherweise könnten Politiker wie der Markus Söder vielleicht später auch noch haftbar gemacht werden. Genau wie... Nee, das geht nicht, weil da kommt ja dann die Chefin da vom Ethikrat und sagt, man soll da jetzt nicht irgendwie hier seine Rachegefühle freien Lauf lassen und da Schuldige suchen. Das darf man nicht machen. Ich weiß, dass da viele Leute sehr beschwert werden und sagen, Mensch, da muss ich mir vielleicht 3, 4 Mal im... Aber es bleibt dabei. Ein Mini-Peaks. Ja, aber so haben sie uns das erzählt. Und jetzt auf einmal hört man so Sachen wie beim Elon Musk, dass der da Probleme hatte und so. Ist auf jeden Fall auch ein interessantes Video. Da ist viel zusammengeschnitten. Hier ist der Videotitel. Das wurde vor einem Jahr rausgebracht auf meinem Kanal. Wenn du Lust hast, schau dir das gerne nochmal an. Und dann würde ich sagen, reicht's eigentlich für heute auch. Länger kann man sich das eigentlich eh nicht antun. Dieses ganze Rausreden, diese ganzen Lügen, diese ganze Heuchlerei, dieser ganze Schmock, der wo da auf einen einprasselt. Also ich finde es nur sehr, sehr schwer erträglich. So, wenn du mich aber unterstützen möchtest, meine Seite störtepriester.de, der Reiter Support, wichtig, 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 mein Telegram, wenn ich was Neues rausbringe. Ich hoffe, dass das einigermaßen gut funktioniert. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute und schöne nächste Woche. Ich bin gespannt, was 2023 noch auf uns zukommen wird. Ich wünsche euch und mir das Beste. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder nächsten Sonntag hier auf dem Kanal. Mach's gut, bis dann. Falls du mich unterstützen möchtest, kannst du dir auch meine Songs herunterladen auf iTunes, Amazon. Ein Song allein kostet nicht wirklich viel Geld. Er unterstützt mich immer sehr, sodass ich praktisch neue Projekte finanzieren kann. Falls du das möchtest, falls dir die Musik gefällt, wäre das die Anlaufstelle. Des Weiteren kann man auf Amazon auch meine Bücher und T-Shirts kaufen. Ich blende die Links unten ein. Und zu guter Letzt habe ich natürlich noch meinen eigenen Shop auf störte-priester.de/shop. Hier findest du alles rund um meine Band Störte Priester und ich werde dir alle Links nochmal unten in die Videobeschreibung posten. Vielen herzlichen Dank.